So, willkommen zurück bei Minecraft. Yay! Und ihr Schweine, seid ihr auch noch da? Natürlich seid ihr das. Und es ist Tag. Yay! Und ein Guest kommt aus dem Port. Nein, natürlich nicht. Es wäre ja zu heftig, wenn es jetzt passieren würde. Gut, wir sind wieder in der Staffel 2 angelangt im letzten Part. Heute möchte ich, wenn es geht, unser Gerüst fertig bauen, wenn es geht. Und möglichst ohne Lags. Aber momentan sagt Minecraft, nein, du warst in Staffel 1, du musst... Nein, nein, nein. Denk nicht mal dran. Warum habe ich denn vergessen, die Tür zuzumachen? Unglaublich, unglaublich. Mann, oh Gott, warum leckt das jetzt schon wieder? Das ist der Staffel 1 Fluch. Egal, lagern wir erstmal die Bücher und das ganze Zeug rein, was wir von Staffel 1 mitgenommen haben. Tränke, Netherstein, keine Ahnung, warum wir das mitgenommen haben, aber ist ja auch egal. Und das Wichtigste, wo ist die Kartoffel? Da ist die Kartoffel. Okay. Oh Gott! Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut, ne? Die sind mal jetzt ein bisschen leise. Gut, ich würde sagen, wir braten jetzt ein bisschen Cobblestone. Ja, hier haben wir schon ein bisschen Holz eingelegt, improvisatorisch. Wo sind denn die Cobblestones? Die müssten hier sein, genau, da sind sie. Passt ja, dann setzen wir sie jetzt in den Ofen rein. Ich glaube, das Holz wird kaum reichen, aber es ist ja auch egal. Wir können ja Kohle nachschöpfen. Wie Gott, ich tue Kohle nachschöpfen. ja. Mist, ich glaube, ich habe da im letzten Part irgendwie an den Einstellungen irgendwas verändert, sodass das jetzt nicht mehr funktioniert. Das waren das nochmal Grafikeinstellungen schön, Sichtweite, mach ich mal wieder auf vor. Wahrscheinlich wird es jetzt einen Zusammenbruch geben, oder? Nee, es läuft besser. Komisch. Ich glaube, mein Computer, der hält lieber was von einer hohen Qualität oder auch nicht. Es leckt immer noch ein bisschen mit 10 FPS gerade. Merkwürdig, warum es jetzt leckt. So, jetzt haben wir ein bisschen Getreide. Damit können wir unsere Schafe ein bisschen vermehren lassen. Und wir haben ein paar Seeds, damit können wir neue Getreide-Dinger pflanzen. Eigentlich heißt es Weizen, ich weiß, aber ich sag gerne Getreide dafür, weil das aussieht wie Getreide. Oh Gott, es wird Nacht. Pussy-Modus an. So. Ich habe keinen Bock, dass mein Creeper da meine ganze Siedlung zerstört. Nee, das muss nicht sein. So, Schiffchen, es gibt Abendessen. Du kriegst was und du kriegst was. Und du nicht, du warst improduktiv. Ein Kaufmann muss produktiv denken. So, erstmal wieder Wolle klauen. Ich bin der Wolle-Dieb. Ich klaue mir jeden Samstag eure Wolle. So, wie viel Wolle haben wir jetzt? Aber wir brauchen ja einen Stack für den Boden insgesamt. Wir haben jetzt 15, in der anderen Truhe haben wir auch noch was. Ich schau mal nach. Tschüss Sonne, wir sehen uns in 7 Minuten wieder. Hier haben wir, oh, da haben wir ganz schön viel Wolle jetzt da mitgenommen. Okay, hier müssen wir gleich wieder nachsetzen. Und hier, ja, sollten wir auch langsam mal was nachsetzen. Ach, ihr seid ja schon wieder voll. Mit voller Wolle. Mann, ihr seid ganz schön produktiv. So. Oh, jetzt habt ihr mir sogar 3 Wolle gegeben. Wie nett von euch. Danke. Gut, 54 habe ich schon. Ihr wollt wohl sehr, sehr schnell aus dem Gefängnis raus, was? Runter von meinem Bett! Runter von meinem Bett! Hallo? Bist du schwerhörig? Ey, wie war das? Ich höre auf diesem Ohr so schlecht. Was habt ihr denn für Ohren? Ih, was sind das für Ohren? Ah, egal. So, wir sehen uns gleich wieder. Nein, nicht schon wieder die Musik, da muss ich singen. Oh Gott, ich werde es mir verkneifen. Auch wenn es mir im Herzen wehtut, bei dieser Musik nicht zu singen. Ich muss aufhören zu singen. Das ist nämlich so schlimm. Ich weiß.
Halt, Moment, das ist ja gar nicht die Musik. Okay. Boah, mir kommen fast die Tränen. Unglaublich, unglaublich, wie emotional ich jetzt auf einmal bin. Unglaublich, boah. Okay, es ist jetzt fertig hier. Ne, hier sind noch 8 Holz drin und hier ist es fast fertig. Gut, dann können wir gleich Wolle nachschöpfen, ja genau. Na komm schon! Verbrauche dich! Du sollst dich verbrauchen! Auf das es neues Steinblöcke gebe in der Minecraft-Welt. Gut, ich glaube, damit können wir nicht allzu viel anfangen. Ja, sind nur 40. So viel wie wir Steine gebraten haben, so viel Steinziegel kommen auch raus. Aber wir können uns währenddessen beschäftigen und diese Blöcke schon mal platzieren. Ja, übrigens habe ich jetzt herausgefunden, warum es immer so BOOM macht. Das ist nämlich meine Tastatur. Begrüßt den Sound meiner Tastatur. Hehe. Dann bauen wir einfach hier mal weiter. Wir können später noch ein paar Cobblestones noch abschlagen von den Wänden. So, ich würde sagen, ja, diese Wand haben wir fast fertig, sehr schön. Und hier ist ein Baum im Weg, super aber auch. Der Weltbaum. Ah, auch noch ein großer, super. Ihr wisst, wie ich große Bäume mag. Nämlich gar nicht. Und hier sind auch sehr viele Blumen, sehe ich gerade. Und da hinten sind gelbe und hier sind rote. Ich glaube, damit können wir auch mal was anfangen. Wir haben ja auch ein bisschen Knochenmehl auch noch. Das arme Schwein. Ruf die Feuerwehr! Warte, ich ruf die Feuerwehr, die holen dich von dem Baum runter. Moment, Moment, gleich haben wir es. So, jetzt. Du solltest dich an mir bedanken. Wunderbares Schwein. Egal. Ich würde sagen, wir haben ja bestimmt noch eine Ho irgendwo dabei. Oder in unserer Truhe, whatever, irgendwo wird sie schon sein. Damit können wir unsere Kartoffel pflanzen. Und während wir hier am Hantieren sind, wächst die Kartoffel und wächst und wächst. Ja, hier haben wir sogar eine Eisenhacke. Ich glaube, bei der Haxner. Der macht sich eine Eisenhacke, obwohl er kein Eisen vorrätig hat. Unglaublich. Jetzt sind die Möhren schon wieder fast fertig. Ich kann es gar nicht glauben. Glauben, ja. Ich weiche vom Glauben ab. Rein und hier vielleicht noch ein paar Fackeln zur Sicherheit. Hier sind Samendingens, die sieht man kaum. Versteht ihr? Die sieht man kaum mit diesem Texture Pack. Oh man, wenn ich mit meinem Wortspielen so weitermache, dann bin ich ein paar tausend so wie Gronk, unglaublich. Nee, ich glaube kaum, dass wir 1000 Parts machen werden. Das ist unwahrscheinlich. So, dann schauen wir mal unsere Bücher an. Wir haben hier Haltbarkeit, Schusssicherheit und Schutz. Die könnten wir eigentlich schon verbrauchen. Stärke ist, glaube ich, bei einem Schwert gedacht. Haltbarkeit könnten wir bei unserer Diamantenspitzhacke nehmen. Ach verdammt, wir haben keinen Amboss. Ich vergesse, dass wir einen Amboss brauchen. Genau, super deutsch. So, dann nehmen wir hier mal ein bisschen Kohle raus und tun es hier rein, damit die Produktion weiter fließt und wir können hier währenddessen noch nachgießen. So, damit auch die ich denke jetzt wie ein Industrietyp, der Industrie irgendwie typenmäßig irgendwas industriert. Was? Ich dachte mir, wo sind die zwei Schafe hin? Was machen sie? Sie sind auf meiner Kiste und versuchen auszubrechen. Weiter Wolle und ihr könnt und ihr seid frei. Ihr seid frei für immer. Aber noch müsst ihr für mich arbeiten. Mann, das ist voll das Führerregime da, was ich hier in Minecraft habe. Unglaublich. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Nether rein und holen uns ein paar Steinziegel. Natürlich behalte ich es wieder auf Peaceful, weil wir sind hier gerade am Abbauen.
Da habe ich keinen Bock, dass mir plötzlich ein Gas voll die Schnauze läuft. So wie im letzten Part. Ach ja, das war schön. Weil wir sind jetzt im Baumodus, kann man sagen, ne? Baumodus. Baumodus. Ja? Und wenn ich hier im Abenteuermodus bin, dann schalte ich mal einfach rein. Genauso mache ich das immer. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, ein paar Netherziegel mit für unser Portal-Dingens. Für unseren Portalraum. Die kann man ja seit neuestem zu Netherziegel brennen. Und mit den Netherziegel kann man dann Nethersteine bekommen. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, ich habe noch bis dahin genug Kohle. Ansonsten müssen wir wieder, muss ich wieder meinen Schweinehund überwinden und in die Höhle gehen. Oh, wieder eine schöne Musik. In der Hölle. Ja, die friedliche Hölle. Seid willkommen in der friedlichen Hölle. Nein, ich sing nicht. Nein, ich sing jetzt nicht. Sondern sammle hier ein paar Netherrecks ab. Sammle ein paar Netherrecks ab. Super, das fängt ja schon mal super an. Wenn ich bei DSDS antrete, dann, boah. Dann wird sich der Dieterborn denken, Mann ey, was ist denn das hier für eine Scheiße, ey? Du hast mir voll ins Hirn geschissen oder so, ich keine Ahnung. Ich nehme mal zwei Stacks mit, keine Ahnung. Dann können wir sie alle verbrennen lassen. Eigentlich brennen sie jetzt schon, oder? Wir haben sie mit dem Feuerzeug anzündet, ne? Mann, es sind total einfallsreiche Blöcke hier im Nether, unglaublich. So, wir können ja währenddessen hier ein bisschen Terraforming noch machen, während wir... Was ist denn da eigentlich? Oh Gott! Das ist Gravel, oder? Ja, das ist Gravel. Alter, das ist ja geil. Dieser Lavafluss, der führt direkt hier unten in die... in den See da, kann man sagen. Oje, oje. Sehr gefährlich. Na gut, aber weiter im Text. Abbauen, abbauen, abbauen! Alles muss hier abgebaut werden. Ich sollte vielleicht nicht den Boden abbauen, weil ich den noch brauche. So, ich verbrate jetzt nur noch diese Spitzhacke und dann reicht es auch schon. Mann, wir haben jetzt ganz schön viele Ressourcen in Staffel 2 gesammelt oder beziehungsweise hergeholt. Damit können wir jetzt wahrscheinlich schon einiges bauen. Aber das Einzige, was uns fehlt, ist, richtig, Kohle, Eisen und Gold und Diamanten, wenn es geht. Ich muss mal wieder eine große Höhlenerkundung starten. Nicht so eine Mini-Erkundung, die für ein, zwei Parts geht, nein, sondern eine riesige, fette Erkundung über mehrere Aufnahmesessions. Das wäre schon was. Aber ja, da muss ich halt meinen Schweinehund überwinden. Ich glaube, ja gut, unsere Rüstung, wir hätten das Material noch, aber wenn unsere Rüstung später kaputt geht und wir kein Eisen haben, dann wird es schwierig dann für unsere Höhlenerkundung. Daher sollte man auch so früh wie es geht eine Höhlenerkundung starten. Okay, sagt tschüss zu dem Nether, hier ist ein bisschen Glowstone. Hallo Glowstone. Und zurück in die Welt. Von Minecraft. In die Oberwelt natürlich. Na, jetzt, komm schon. Landschaft wird heruntergeladen. Super. Gut, und jetzt? Ja, wir haben jetzt genug Netherrecks gesammelt. Oh, ich habe mich schon erschrocken. Killerschwein. Das schwarze Killerschwein. Der Film. Am 1.6. im Kino. Oh, ich habe dich getötet. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich keine Viecher töten. Und jetzt töte ich sie am laufenden Band. Und begehe Angriffe auf sie. Das ist... Ja, ich bin hier langsam ein richtiges Monster in der Welt. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen vermehren jetzt lassen, damit die Rasse nicht ausstirbt. Meine Fresse, das ist heute schon wieder mit meinem Deutsch los, oh Gott. Oh nein, bei der Musik muss ich singen. Ich kann euch vorwarnen, ich muss es jetzt singen. So, hier, vermehrt euch, ihr Schweinchen. Vermehrt euch, ihr Schweine auf der Welt. Warum willst du nichts fressen? Stell dich doch nicht so an. Okay, ist mir egal. Dann gehe ich eben wieder zurück nach Hause. Ich weiß, dass ich nicht singen kann.
Und jetzt lauf ich wieder zurück zu unserem Ofen. Und ja, hol jetzt ein paar Steine heraus aus dem Ofen. Wie viel Eisen haben wir denn? Nee, Quatsch, das reicht nie für einen Amboss. So, ich glaube, jetzt müssen wir warten. Wobei, ich glaube, wir können währenddessen wieder ein bisschen ein paar Steine platzieren in unserem Haus. Zack, 60 Steinziegel. Fast ein Stack. Verdammt, wir kommen hier nicht hoch. Lustig. Na gut, dann nehmen wir einfach den anderen Weg. So, und jetzt gehen wir hier mal da nach oben. Und platziere hier die Steinziegel hier dorthin. Verdammt, mein Sächsisch oder was für ein Akzent das auch ist, ist voll scheiße, ich weiß. Wir kommen genau an dem Baum vorbei. Wir kommen genau an dem Baum vorbei. Und jetzt platzieren wir ein paar Steinziegel in unserem Haus. Jetzt platzieren wir ein paar Steinziegel bei unserem neuen Haus in der neuen Welt in Minecraft. So, das muss jetzt sein. Ab wieder in den Maya, oder? Was ist das für eine Musik? Ah, das ist Anno-Musik, okay. Anno 1492, glaube ich, heißt das Spiel. Ich kann mir die Jahreszahl nicht so genau merken, aber ich glaube, das ist 1492. Und wir schauen der Sonne entgegen und platzieren die Steinziegel. Ach verdammt, wir haben keine Steinziegel mehr. Nein! Oh, okay, aber unser Haus ist fast fertig. Ich frage mich, wie wir das Dach bauen werden. Oder beziehungsweise die Inneneinrichtung. Das könnte auch lustig werden. Hurra! Oh Gott, ich glaube, das Haus ist viel zu flach. Habe ich nicht richtig berechnet. Verdammt, ich hätte es breiter machen sollen, nicht so flach. Egal. Ah, ich habe mein Haus nämlich irgendwo schon gesehen, also in einem anderen Spiel. Ich baue es gerade von einem anderen Spiel ab, kann man sagen. Und zwar ist das Spiel, das ich abbaue, Skyrim. Da gibt es ja einen DLC dafür, der heißt Hearthfire. Da möchte ich das Haus abbauen, wenn es geht. Das würde hier, glaube ich, richtig gut passen, mit hier so zwei Türmen seitlich und da ist zwei Türmen. Das sieht richtig cool aus. War ich so ein blöder Architekt bin und meine ganzen Häuser gleich aussehen. Deswegen baue ich jetzt mal was anderes, und zwar baue ich jetzt mal das ab, damit ich ein paar Akzente setzen kann bei meinem Hausbaustil. Gut, dann hier noch schließen wir hier die Lücken und dann dann haben wir diese Wand schon fast fertig. Da müssen wir noch ein paar Innenwände noch platzieren. Ich glaube, das wird sich kaum lohnen. So, hier könnten wir eine Tür hinbauen. Aber dann brechen die Schafe aus, ne? Ich glaube, die Tür platziere ich hier erst, wenn die Schafe fertig sind mit ihrer Arbeit. Hier können wir eine Tür reinbauen. Nein, bauen wir nicht. Jetzt seid ihr verwirrt, wa? Zack, 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 zack. Verdammt, ich denk grad nach. Mir fällt gerade ein, dass ich gar keine alten Parts gelöscht habe. Ich hoffe, ich habe genug Speicherplatz noch drauf. Ich glaube, ich schau mal schnell nach. Bis gleich.